So, wir gehen zu Harrys Herzensprojekt. Hauptmission. Mal wieder das Spiel vorwärts bringen. Neben Aufgaben und so ist echt eine Chance gemacht. Harry hat mir eine Nachricht dazu hinterlassen, bevor er nach Europa gereist ist. Pete, ich brauche deine Hilfe. Das Lieblingsprojekt meiner Mom waren Forschungsstationen zum Wohle aller. Ich habe sie eröffnet, aber jetzt bin ich weg und Oscorp wird sie dicht machen, wenn sie nichts einbringen. Könntest du sie im Auge behalten? In jeder Station sind Infos für dich. Danke, Mann. Solange sie da sind, lebt meine Mom irgendwie weiter. Naja, ich kann davon nicht die Miete zahlen, aber es hat ihm wohl viel bedeutet. Ich werde tun, was ich kann. Das, was ich erwartet habe. Sonst ist nichts Neues gekommen. Ah, ist ja wieder so ein Sammelprojekt. Es gibt hier viele Stationen, die Luftverschmutzung messen. Die Idee ist es, Kontaminanten abzufangen, bevor sie toxisch werden. Unter uns, Oscorp will das verhindern, weil dabei rauskommen kann, dass sie die Luft verschmutzen. Die Menge an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen in der Luft ist viel zu hoch und steigt an. Wenn sie weiter steigt, könnten Menschen daran sterben. Die Partikel sammeln sich an Problemherden, wie Mini-Wolken von Smog. Ich schwinge mich durch sie durch und hole Proben. Die kann ich dann analysieren. Greta Thunberg, Leute. How dare you? Egal wie eklig die sind, ich schwinge mich genau durch die Wolken durch. Das sind doch schön auf, genau auf Gebäudehöhe. Das ist so geil gemacht, oder? Ich hasse das Beispiel. Sie setzen sie genau dort. Die Wolken sind fürs bloße Auge sichtbar. Also muss die toxische Belastung hoch sein. Fliegen wir da durch? Das ist doch eine gute Idee. Und hab dich! Das muss ja gesund sein. Beste Flasche abfüllen oder so. Ich bekomme gutes Zeug. Also gute Proben von schlechtem Zeug natürlich. Das ist jetzt die ganze Wolkenabfliegerstadt. Also viel Inhalt hat das Spiel leider nicht. Das meiste ist echt sammeln düst, so sammeln Rucksack. Fühlt sich an, als ob ich direkt am Auspuff hänge. Eine gute Idee. Finde ich nicht, ja, da. Die Giftstoffe stammen von zwei Automarken und einem defekten Schornstein. Ich mache lieber Fotos. Jetzt ist es mal genug. Mission zeigt es mir jetzt mal auch wieder. Okay. Das ist das Auto. Das Licht ist perfekt. Und schon stehen. Dumm ist ein Auto, soll ich.
Durch solche Rußwolken verursacht die ganze Stadt klar. Das ist eindeutig so, dass von diesem Auto der Ruß kommt. Perfekt. Das bringt. Ah, das sind noch Schornsteine. Bin auch für die Kamera. Mein schönstes Schornsteinfoto. Das Umweltministerium übernimmt den Fall. Vielleicht mache ich mir ein grünes Spider-Kostüm für den Tag der Erde. Harrys Station hat eine öffentliche Gesundheitskrise beendet. Forschungsstation, kaum Argumente gegen einen Auftrag. Das wäre ja richtig schön. Missionen gibt es momentan keine. Spider-Man, Schocker ist entkommen. Jetzt raubt er eine Bank aus, 31. East. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre im Kittchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Zelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Also doch, Schocker arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Wird ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Schocker steht, wollte keine Zeugen. Verdammt! Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus. Jetzt kommt noch Wasserverschmutzung. Aber das ist natürlich eine Ladezeit. Hey Pete, das Labor überwacht die Gesundheit der Meeresbewohner. Wir haben hier jede Menge Medikamente, falls du welche brauchst. Die Folgen der Krankheiten sind... Kein lebendes Wesen sollte so etwas erleben müssen. Anscheinend haben die Fische eine bakterielle Infektion. Ich kümmere mich lieber darum, bevor die Nahrung verseucht wird. Im Labor gibt es ein antibakterielles Spray, das die Fische heilt. Ich muss es nur auf das Wasser sprühen. Und zwar schnell, bevor die Menschen krank werden. Das erinnert zu den Docks. Anti-Hay-Spray von Batman. In den Fässern finde ich sicher die Ursache des Problems. Ich muss sie aus dem Wasser holen. Mhm. Oh, kann ich echt schwimmen? Sieht so aus. Ich kann aber nicht reissen hier. Ich bin's, der freundliche Müllmann aus der Nachbarschaft. Das Liebe. So. Schön, ist genau so gemacht, dass es natürlich nicht kann irgendwie rausziehen, ohne dass ich Luft bin. Die Fässer sind schlauer als die Typen, gegen die ich sonst kämpfe. Geht auch nicht. Lade er mich um. Plötzlich
kann er nur noch Sachen herziehen, wenn er in die Luft ist. Wo die Luft rein ist, kann ich in Ruhe sprühen. Wenn ich es gleichmäßig verteile, trägt es die Strömung überall hin. Ich muss ein großes Gebiet versorgen. Die Fische verteilen es untereinander. Das ist gut, weil ich nicht so weit rausschwingen kann. Die Wasserströmung zeigt, welches Gebiet ich noch versorgen muss. Gott, sag nicht. Ich muss noch was anderes auf den Scheiß nochmal wiederholen. Auf jeden Fall die Quelle der Bakterien. Ich werde sie vernichten. Das Gute an Fässern, sie schießen nicht auf mich. Das Schlechte, sie wissen meine Witze nicht zu schätzen. Ich sage nicht. Schauen wir, dass da rauskommen. Alles bereit zum Sprühen. Scheiße. Kommt schon, ihr Fischchen. Das ist gut für euch. Deswegen hatte ich nie ein Aquarium. Irgendjemand meldet es sicher Jameson als Spider-Man, der Wasserverschmutzer. Okay, ich muss irgendwo meine Flossenfreunde scannen und checken, ob sie gesund sind. Jetzt kann ich dich da nicht anklicken, oder? Was muss ich da? Kann ich machen? Soll ich da anschiessen oder so?
Oh, ich muss da. Ich kann nicht auf das Ding drauf, was hier hat. Das ist ja hure lang für zu lesen, wenn du nur mit. Er macht sofort so einen Netzangriff. Wie soll ich das lesen? Das passiert ja nicht, das zeigt mir genau hier. Ich kann weder drauf schießen noch. Das zeigt mir das Symbol, dass ich nicht, ja, vom Wasser aus geht. Super im Fall. Wirklich. Alle gesund. Also nach den Maßstäben der Docks. Wir haben einen Ausbruch im Keim erstickt. Nicht leicht für Oskorp, die Vorteile der Station so gut, klein zu reden. Boah, nein, ist nicht besser. Du musst den Scheiß machen, für dass du deine Upgrades kannst machen. Oh, ist das Scheiße. Sie haben nicht genug Inhalt im Spiel, Geschichte. Dann knallen sie das Spiel voller Sammelaufgaben, so dämliche Scheißquest. Wo waren wir stehen geblieben? Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Ich hab gruselig. Da nicht okay, happen. Mal sehen, was ich aus Schocker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. Das ist so zum Ko- Wie hat er sich an Sachen? Das kann er hier nicht. Das geht meistens nicht. Ja. Panik. Das ist viel zu wenig von diesen Missionen, die cool sind. Die größte Stelle ist wirklich so Rucksack sammeln und irgendwelche. Sender aktivieren. Peter, ich habe mich mit den Dämonen befasst. Sie haben das Vakuum, das Fisk hinterlassen hat, zum Aufbau ihrer Machtbasis genutzt. Ein Vakuum, das durch Fisks Verhaftung entstand. Jameson hatte recht. Ich bin an den Dämonen schuld. Was hättest du tun sollen? Fisks Machenschaften ignorieren? Bist du okay? Du klingst noch trübseliger als sonst. Ich bin vielleicht meinen Job los. Die Stadt, Norman besser gesagt, streicht uns das Geld. Pete, tut mir leid. Wenn Harry hier wäre, könnte er sein Dad zur Vernunft bringen. Ihr findet andere Geldgeber. Eure Arbeit ist zu wichtig. Danke, MJ. Dann bis bald. Dann musst du bei dem die Story zuerst weiterspielen. Das Stromnetz kannst du aufschalten. Das heisst, du gehst zweimal, wenn nicht dreimal bei den Stationen schauen, ob sie jetzt aufgeschaltet sind.
Bitte nicht nochmal so. Jetzt wundere ich, ob die alle gleich sind, die Mission. Jetzt müssen wir die Gesundheit der Vögel anschauen. Okay, Pete. Das Labor hat Futterstellen, die Vögel anlocken und ihre Exkremente analysieren. Ja, du hörst richtig. Ich habe einen Abschluss im Vogeldreck testen. Im Ernst. Sie können Krankheiten übertragen, die für Menschen gefährlich sind. Wir müssen ihren Gesundheitszustand überprüfen. Weißt du, ich wäre so gerne hier, um mir deine schönsten Toilettenwitze anzuhören. Oh oh. Ja, ist gut jetzt. Die Tauben sind mit einem gefährlichen Erreger der Vogelgrippe infiziert. Er muss schnell mal schauen, ob die alle nach dem Muster. Okay, ich kann in Harrys Labor den Impfstoff herstellen. Ich muss mich beeilen, sonst mutieren die Tauben zu Ratten mit Beulenpest. Am besten verteile ich ihn an drei Hauptmigrationspunkten. Zum Glück hat die Station die Info, wo sie sich befinden. Wir machen nächstes Mal mit der Hauptmission.